Hallöchen Leute, hier soll es Sachsen Baxi und ja, wir spielen weiter mit Borderlands 2. Wir sind langsam aber sicher am Ende dieser Spiel, hoffe ich. Weil Krieger schon. Ja, stirb. Scheiße. Willst du mich verarschen? So, du wirst auch gelogen sein. So. Der läuft gut. Ja, gehen wir jetzt. Bis jetzt ist gar nichts. Na komm, springen wir runter. Müsste so müssen wir gehen. Oh, oh, wir sind hier. Ja, lol. Die klotzen mich an schon. Alpha. So, endlich. Oder? Alle. Hoffe ich. Na komm, na gut, jo, so sollte sein. Ja, also ich bin schon ganz nah dran. Die Location. Jedes einzelne Bit des Hyperion Datennetzwerks wird hier archiviert. Infos über Minen, Aufzeichnungen von Security-Kameras. Alles fließt in das Okay zusammen. Los, rein. Alles? Kämpfen wir uns gemeinsam zur Kammer vor. Geile Kampfstil, leck mich aber. Ich schlage dich in die Fresse, bis du stirbst. Nein! Muss ich kurz schauen. Ja, genau. Warte, warte. So. Das ist Schrott, genau. Meine Schrott, meine geliebte Schrott. Du musst nicht so angeben. Scheiße. Ne, geht nicht. Muss wahrscheinlich auch so rumgehen. Och. Komm schon. Was ist das? Wow, 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 wow.
Oh, du arme Tuff-Tuff. Hat er einen verrecken? Oh. Was? Oh, der ist auch tot. Arme Tuff-Tuffi. Danke, dass du den Job annimmst. Hyperion hat meinen Onkel Teddy. Onkel Teddy. Teddybär. Aber ne, ja. Beraubt und ihn zum Sterben auf diesen Drecksplaneten geschickt. Such in seiner Hütte im Arid Nexus nach etwas, das ich verwenden kann, um seinen Tod zu rächen. Ja, mag ich ihn warnen, aber jetzt nicht. So, machen wir Hauptmission weiter. In das geheime Labor meines Onkels. Such Beweise dafür, dass Hyperion seine Waffenentwürfe gestohlen hat. Gott ist mein Zeuge. Der Baha-Clan wird kriegen, was ihm zusteht. Mord ist dein Hobby! Mord ist sein Hobby. Oh. Da ist er. So, tot. Weil die gibt's hier so viel Kabel, weißt du nicht wohin. Okay. Schau ich mir an, das kommt hier, der geht da oben, dann geht's hier, dann da, okay, so mag ich kämpfen. Na komm. Oh, es tut mir aber leid, nicht leid. Was mal, oh ja, hier haben wir so viel Dingen. Momento. Das ist viel besser. Voll schon. Meine Güte. Willkommen in Dr. Zeds tragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? Will ich verkaufen. Oh, das hab ich schon. Das hab ich schon. Oh. Oh. Alter, wieso sind die so stark? Gib auf die Acht.
Mal sehen, schauen die Bomben. Weil die sind echt ordentlich stark. Ah, das ist nicht schlecht. Okay. Erstmal gut zu wissen. Zweitens macht übertrieben viel Schaden. Oh. Geh ich da lang, lieber. So. Hä? Willst du mich verarschen? Ach du Scheiße. Alter! Wo bist du? Komm schon! Scheiße, das ist starke, fucking starke Roboter! Oh. Wo hat Alter. Scheiße. Oh. Alter. Laufen will ich lieber weg. Jawoll! 30.000 wäre übertrieben schwer. Schon nicht so schwer, aber... So ein riesiger Roboter, leck mich Arsch. Hab nie gedacht. Komm. Ich fühl. Ja, jetzt können wir... Huh! Mann, immer noch nicht. Was soll ich noch verbessern? Noch ein. Nein! Komm zurück! Fuck! Hä?
Ich bin blöd. Ohne Scheiß. Mann! Ey, das kann nicht sein. So blöd kann man nicht sein, oder? Wer ist jetzt? Musst du dort? Ah ja, Stolz. Ja, ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Du glaubst, ich hätte Angel versklavt. Aber du hast nicht gesehen, was sie ihrer Mutter angetan hat. Ich musste Angels Macht einschränken. Verstehst du? Ich musste. Und ich bin mir sicher, er musste sie auch wegen des Profits und ihrer Kraft ausbeuten. Hör nicht auf ihn, Kammerjäger. Er hat Angel getötet, lange bevor du den Stecker gezogen hast. Scheiße. Oh komm, wenn die... Noch einer wahrscheinlich. Kill ihn! Denk nicht über mich nach. Danke für Hilfe. Ich werde der Kill, der ich nicht dein euer Ernst. Oh, hat gerade gesessen, gell? Alter, ich, wie viel Elite jetzt bekommen langsam? Nicht schlecht. So will ich jedes Mal bekommen. Für jeden Monster. Helf mir! Alter, manchmal dieses Ding in den Roboter ist blöd. Ja, Infoterminal, ja, werde gleich. Wahrscheinlich hoffe ich. Mal sehen. Wir brauchen ein bisschen Muni, sonst verreck ich noch. Was war das? Och nein! Ja, bin ich verarscht. Och nein! Ist das nicht euer Ernst? Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Hör auf mit diesem Schild zu regenerieren. Kill einen lieber. Ja, genau.
Oder so geht es aber. Und down. Komm, 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 komm. Jawoll. Gleich bei mir. Hoffe ich. Wie das denn? Endlich Ruhe. Juhu! Wo muss ich jetzt hin? Oh mein Gott, aber die ist schon stark. So, jetzt sind wir da, yay, yay! So, jetzt gehen wir zu Sanctuary. Endlich ist die Mission fertig, oh mein Gott! Das ist schlimm, 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 schlimm! Also wahrscheinlich haben wir zwei Missionen nebenbei gemacht. Ja. Markus sagt, wenn ich nicht läche, lässt er mich mein eigenes Bein auf. Mal sehen, nächste Hauptmission ist auf Level 30, so wie wir. Ja, langsam wird es schwer. Eine Rolle spielen, das ist. Entschuldigung. Opinion Team, muss ich jetzt schon wieder hin? Läuft bei mir. Ah, habe ich ein paar Missionen zu abgeben. Ja, manche sind Psycho, das weiß ich. Also ich glaube... Ich habe meinen Dickdarm versucht, gerade meinen Magen. Oh, weshalb bringst du mir all diese blutigen... Tja, naja, lustige Geschichte. Diese Projekte, an denen ich gearbeitet habe, sie sind sozusagen weggelaufen. Tu mir einen Gefallen und leg sie um, ja? Weißt du, wenn man es mal genau betrachtet, ist es ja eigentlich deine Schuld. Halt's Maul! Du hast mir ja gegeben... Scheiße. Fick! Du Kleiner! Ey, das kann nicht sein! Gibt mir Schuld und er das hat's gemacht! Scheiße, bitte so. Okay. Jetzt ist Schluss. Juhu. Jack, Lelis und der Krieger sind am Hero Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Aber sie wollen dir helfen. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Rick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing. Für Rona. Für Pandora. Yeah! Wir werden das machen, aber erstmal müssen wir schauen. Die Albträume hören einfach nicht auf. Oh. Guter. Obwohl ich normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich, die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Okay, danke. Okay. Aber immer zu, ich weiß nicht so. Meine Forschungen laufen wie geschmiert.
Trotz meiner Psychosen. Deine Hilfe ist nicht nötig. Ja, nein. Dann nehme ich das hin. Ja, ja. Oh, nee. Moment mal. Will ich schauen kurz? Oh, habe ich so viel Iridium. Also, oh, 50. Ja, kann ich nicht vergessen. Hier auch. Bazooka, das wäre eine nicht schlechte Idee. Ich habe diese Waffe. Was nur ein Sniper? Wie sie mit Sniper? Oh, das gibt auch noch. Ja. Ja, ja, hau ab. Mach ich irgendwann. Juhu! Also das wird der gleich. Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er bekommt, was er verdient. Hier, dachte, du könntest es gebrauchen. Danke. Wow. Mal sehen, was gibt mir Scooter. Wenn dieser Kammerjäger vorbeikommt, sag ihm alles Liebe von mir, okay? Was? Oh nein, das werde ich nicht machen. Ich meine alles Gute, Scooter. Okay, das ergibt mehr Sinn. Hey, und wenn wir es nicht schaffen und wenn Jack seinen Krieger weckt oder so, dann sag mal. Sag mal, dass ich sie liebe. Oh, Himmelmädel, das weiß sie doch schon. Kennst du familiäre Versöhnung? Ja! Warum machst du das immer? Oh, hey Mann! Ellie und ich haben gerade über dich geredet. Ja, habe ich gehört. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Ja. Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf einem Spieß mit. Okay? Was Scooter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Okay. Oh, hätte ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hoffe, es hilft. Okay, nicht so ganz, aber ja, habe ich genommen. Oh, Mock, nächste. Hemlock Markus, okay. Boah, wie viele Leute? Ja, okay, 6 Leute mehr nicht. Ich habe langsam genug von diesem handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Wo? Ich hab was für dich. Vorsicht, Schätzchen, das Zeug ist stark. Was hast du noch da? Solange du nicht so voll bist, dass du Ellie für die Zwillingsschwester von Moxie hältst, lassen die Seffers dich nicht rein. Stimmt, tut mir leid, Pa. Wir sprechen ja nicht mehr über Verräter, die der Sippe den Rücken gekehrt haben. Nun, mein alter Freund, ich wünsche dir das Beste. Okay. Von deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Oh, hätte ich fast vergessen. Bitte sehr. Dachte, das kannst du vielleicht gebrauchen. Oh ja. Ja, da gibt mir was Gutes. Läuft. Das ist, ich weiß nicht, ob das ist die Sniper, gute Sniper oder schlechte Sniper. Die mit Normalschüssen oder damit diese irgendwo Elektrofeuer. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück! Hier, kannst du vielleicht brauchen. Oh, danke. Nee, werde ich nicht gebrauchen. Was geht hier? Hier ist Tiny. Ich habe dir ein Gedicht geschrieben und das geht etwas so.
Okay, tolle Gedicht. Also Leute, ich würde sagen, das war's. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Tschüssi.